Hallo Leute, herzlich willkommen zum Einkaufsvlog. Wir sind hier beim neu gebauten Rewe, neu gebauten Lidl mit dem Halle-Cube im Hintergrund. Und wir gehen jetzt erstmal in Lidl. Da wird es bestimmt mega voll. Wir sind gespannt, wie es wird. Viel Spaß. Erster Verkaufstag, ich will pünktlich vor dem Markt sein. Es ist soweit, es ist Pyrozeit. Highspeed Fireworks, Deutschlands Frühherbst brennt überheiß. Das ist unendlich viel Spaß. Silvester und der Einkauf. Der Nachteil bei so einem neuen Lidl, du musst natürlich ewig laufen, bis du nach ganz hinten ankommst, weil sie haben sich gedacht, wir machen es nach ganz hinten. Das geht über eine Einstandbewertung, das ist direkt mal schlecht. Ja, das ist wirklich nicht so gut. Und dafür ist Pepsi reduziert. Das ist so. Warum ist das ganz hinten? Kasse 4, bitte. Hast du mal hier einen Wagen? Kostet das? Nee, lieber nicht. Kubis sind? Hab ich schon. Zwei Kubis habe ich eingepackt. Der Springboard alles weg. Ach man. Ja, packt am besten die anderen Kennzeichen sind wieder scheiße, ja. 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 Das kannst du ruhig da lassen. Junge, ich kann nicht mal das Scheiß vergessen. Das €122. Laden Einblick reicht, Kreislauf auf Hochtouren. Alles in den Wagen, das ist Vorfreude pur. Ein ganzes Jahr gewartet, meine Augen voller Glanz. Bunte Pulverkunst im Päckchen, frisch aus dem China-Land. Das ist mir jeden Cent wert. Wollen Sie das wirklich alles kaufen? Das ist alles für mich, sag ich, und nehm den ganzen Haufen und dann ab nach Haus. Alles auspacken und checken draußen. Schnee auf der Straße, wo die Kids Böller testen. Dann muss das eigentlich aufteilen, aber dieses Jahr ist mehr Platz. Letztes Jahr stand hier so ein Ding, da waren die Elfen Platz. Naja, Klasse 1 Feuerwerk, das wollen wir glaube ich nicht haben. Was über das ganze Jahr zu verkaufen ist. Da packt die wirklich so einen Karton hier aus. So ein riesen Teil von dem Karton. So, hier sind Tischbocken. Alle fangen sich wirklich fantastisch an. So, kleiner Nachtrag von mir. Das Lager ist halt hinten beim Lidl und deswegen haben wir das Feuerwerk dieses Jahr auch nach hinten gepackt. Und da standen wir echt lange an. Und die Leute haben alle gewartet auf irgendwie Flashbangs und sowas und die Verkäuferin packt dann halt einen riesen Karton aus, was mein Bruder auch gerade sagte, und da sind halt Tischbomben drin und dann meinte sie so, ja hier, Klasse 1, Tischbomben, wer will das? Und alle Leute fangen sich an zu feiern, so 30 Leute, das war so geil. Also so sieht jetzt unser Einkauf aus. Natürlich ist hier noch so ein Beutel von dem Kollegen von meinem Bruder mit dabei. Aber sonst, wir waren jetzt bei jedem Einkaufsladen und waren jetzt schon bei einem Pyroladen, gehen dann noch einen zweiten. Ihr seht natürlich am Ende, wie es aufgebaut ist. Beim Thomas Philips durften wir nicht filmen. Ja, wir haben jetzt auch nicht so viel gefilmt, weil wir uns ein bisschen aufs Kaufen konzentrieren wollten. Vielleicht filme ich nachher noch was in den Pyroläden. So Leute, das ist jetzt unser kompletter Einkauf. Wie immer beim Vlog bzw. bei der Einkaufstour habe ich natürlich was vergessen, nämlich filmen, weil ich bin dieses Jahr das erste Mal Auto gefahren und wir waren 4 Leute und waren total überfordert und wir waren gefühlt 6 Stunden unterwegs und im Thomas Philips wurden wir auch angeschnauzt. Darfst du nicht filmen, bla bla bla, das Übliche. Und jetzt am Ende sind es, glaube ich, so zwischen 330, 350 Euro. Die Astra-Bier jetzt nicht mit eingerechnet. Und hier hinten sind noch ein paar Brenner, so 10 Stück, die dürften reichen. Und wir gehen mal kurz durch. Wir haben jetzt hier noch so Bengaltöpfe. Sind aber leider nur Bengaltöpfe. Das nächste Jahr holen wir uns wahrscheinlich noch ein paar Rauchtöpfe, weil die sind dann wahrscheinlich besser. Die sind aber auf jeden Fall gut. Funke, Knallfrösche, C. Dann halt sehr viele Big Balls, also beziehungsweise das sind jetzt die Lucky 8 von Nico und die Crackling Balls von Nico. Ich glaube, die sind relativ gleich, da müssen wir dann mal gucken. Dann einfach noch eine Multicolor Rising Star Vulkan, Schweizer Vulkan Standard. Zweimal die Yin und zweimal die Yang. Die sind ja eigentlich fast sogar geiler als dieser Vulkan, finde ich. Und die kosten auch nur die Hälfte, also mit die besten Fontänen meiner Meinung nach. Dann noch einen Nico Performance Vulkan, eigentlich auch relativ geil, ist halt so die Hälfte von der Yin und Yang. Noch die Pegasus, ich glaube, die hatten wir mal vor 5 Jahren, den probieren wir einfach mal aus.
Dann die Sky Shots von Wilco hatte ich jetzt auch noch nie. Die gab es ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon im Lidl. Die sind jetzt auch aus dem Lidl und wir probieren die auch mal dieses Jahr aus. Muss man immer gucken wegen Untergrund, dass die halt nicht umkippen. Wir haben in dem einen Pyroladen, und waren übrigens in 3 Pyroläden insgesamt, ich glaube, mehr gibt es auch gar nicht in dieser Stadt, in Halle, noch ein paar Pfeifraketen bekommen. Gratis, ich meine, da sagt man nicht nein. Ich habe nämlich dieses Jahr zum ersten Mal keine gekauft. Dann gehen wir rüber mit, weiter geht's mit einer Goldstrobe von Funke. 10,50 Euro im Pyroladen gekauft. Naja, ob sich das lohnt für 13 Sekunden, werde ich mir da mal anschauen. Dann kann ich ungefähr einschätzen, ob die kleinen Funke-Batterien was taugen oder eher nicht ihr Geld wert sind und eher große Funke-Batterien besser sind. Ich habe natürlich jetzt hier direkt die Moskitos runtergeschmissen. Ist ja jetzt auch egal. Wir gehen hier weiter mit der Vogelschreck-Batterie. Feiere ich jedes Jahr, gibt es auch jedes Jahr. Dasselbe mit der Discovery 2-mal und die Alligator 3-mal. Das sind auch mal Batterien, die eigentlich relativ gut gleich bleiben und auch vom Preis her immer gleich bleiben. Wir haben einfach noch ein Bengal-Feuer von Blackbox. Das zweite ist schon leer gemacht worden heute, direkt um 0 Uhr. Cubic Thunder von Keller, die werden wir dann nachher auch noch vergleichen mit denen von Lidl. Das sind die Lidl-Weco-Kubis. Ja, ich glaube, die Keller werden besser sein. Im Endeffekt kosten sie gleich viel. Dann haben wir einmal The King, das ist noch die ältere Charge. Ich glaube 2016, 15, keine Ahnung. Die müssen wir auch nochmal ausprobieren. Und dann noch die neueren The King 2.0. Welche Charge das jetzt ist, habe ich keine Ahnung. Die hatte ich jetzt persönlich noch nie. Die probiere ich dieses Jahr zum ersten Mal aus. So, dann geht es weiter mit... Upsi. Ja, gut, die können wir jetzt hier nicht rausnehmen. Veko Sputnik. Das sind halt Aufstiegkreise, 4 Stück. Davon gibt es ja auch welche von Funke. Ich habe jetzt die von Veko dieses Jahr mitgenommen. Vielleicht probiere ich nächstes Jahr mal die von Funke aus. Die von Funke waren nämlich nur 1 Euro teurer. Da war ich echt überrascht. Flashbang, klassisch Shooting Stars, also glaube ich Flashbang aus dem, von Nico, einfach nur aus dem Norma und dann hier unten nochmal zweimal Double Thunder, das sind ja diese Flash-Farbköpfe, Double Flash, wie auch immer man sie nennt von Veko. Die waren ja alle letztes Jahr gut, die von Nico hatte ich jetzt noch nicht und die probiere ich dann mal aus. Wir haben hier unten noch Moskitos, ja, kann man immer mal mitnehmen und 3 Screamböller hatte ich jetzt persönlich auch noch nicht von Pyro Factory. Mal gucken, ob die ihre 5 Euro wert waren im Pyroladen. Ich glaube, die kriegt man online auch für 1 Euro billiger. Da lohnt sich das eher. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Keller China Böller D, 80 Stück aus dem Thomas Philips, ist immer mit dabei. Ich habe hier hinten noch, das seht ihr jetzt nicht, das sind noch ein paar 5 Kometraketen vom letzten Jahr. Die sind irgendwie noch auf mysteriöse Art und Weise aufgetaucht. Dann haben wir hier unsere 3 Raketensortimente. Das Metalhead von Nico aus dem Norma. Ich glaube 10 Raketen oder 9 Raketen für 9,99, davon 5 große, also geniales Set und die Nico-Raketen sind immer geil. Das Rocket Rally Set mit eins der besten Raketensets, also reine Raketensets, weil es hat einfach 2, 4, 6, 8, 9 Kugelbombenraketen. Dafür dann nur kleine andere Raketen, aber die neuen Kugelkopfraketen sind immer sick. 20 Euro für, ich glaube, auch 25 Raketen, da kann man nicht nein sagen. Und dann halt die Goldraketen, die hatten wir letztes Jahr nicht. Wir hatten letztes Jahr die 4 Glückraketen. Ich glaube, das sind auch die Goldraketen und noch 2 Wunschraketen. Aber die Goldraketen haben uns dieses Jahr wieder mitgenommen, weil die sind dann doch ein bisschen besser als die Wunschraketen. Meiner Meinung nach. Wir probieren es aus, wie die dieses Jahr sind. So, dann haben wir hier noch was, worauf ich ganz stolz bin, ne? Nämlich 16,50 Euro. Definitiv überteuert. Die Cobra 6 BP Silber. Von Di Blasio Elio. Ob die wirklich ihr Geld taugen, das weiß ich nicht. Die müssen quasi in den finalen Test bestehen gegen den Funke D-Schinken. Ich meine, da braucht man nichts mehr zu sagen. Die sind eigentlich immer bombastisch. Ich hatte jetzt noch nie die Copa 6 BP, aber da zahlst, also wenn du bedenkst, dass du hier für 2 Packungen schon fast so viel zahlst, oder du zahlst für 15 Böller dann hier so viel wie den Schinken, das kannst du halt, da ist der Schinken eigentlich deutlich sein Geld mehr wert. Genau, dann haben wir hier unten, das sieht man jetzt gar nicht, noch die Beastmaster, eine Daredevil, eine Black Eyes und hier hinten noch im Endeffekt 2 Bloody Mary, eine Poison nur, weil es gab keine Poison mehr in unserem Aldi. Da haben die gesagt, kommt ihr mittags wieder und da habe ich mir gedacht, nee, dann boykottiere ich die Poison, die ist ja letztes Jahr 1 Euro teurer geworden und ich finde da halt lieber eine Discovery oder eine Alligator besser. Und hier hinten ist noch eine kleine Gravity, einfach nur um auf Masse zu kaufen. Und hier vorne ist natürlich noch eine Lord of Whistle. Standard 300 Heuler, was will man mehr? Genau, ein bisschen Klasse 1 Feuerwerk ist auch noch irgendwo. Das liegt aber jetzt in einer anderen Tüte rum. Ich meine, im Endeffekt kann man es machen. Das ist ein guter Mix. Vielleicht ein bisschen zu viel Böller, aber ich liebe nur mal Böller. Wir werden schauen, wie es ist. Und der Einkauf kommt jetzt, glaube ich, auch erst im Jahr 2020. Ja, trotzdem, danke fürs Angucken des Videos. Und man sieht sich bestimmt nochmal in einem Testvideo.